Im Gespräch. Eine Sendung von Peter Huemer. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Afrika ist seit fast 4 Jahrhunderten eine europäische Konzeption. Dieser Satz des afrikanischen Historikers und Politikwissenschaftlers Professor Kumar Ndumbe ist der Ausgangspunkt des folgenden Gesprächs. Kumar Ndumbe III. Wurde 1946 als Spross der königlichen Familie des Volkes der Dualas in Kamerun geboren. Er ist Kronprinz und im heurigen Jahr Thronprätendent in Douala und gleichzeitig Professor für die Politik Afrikas an der Freien Universität Berlin. Eine ungewöhnliche Pendlerexistenz zwischen 2 Kulturen und 2 Kontinenten. Kumar Ndumbe III. Hat in den 60er Jahren zuerst in Douala, dann in München das Gymnasium besucht, hat anschließend Germanistik, Geschichte, Politologie und Wirtschaftswissenschaften in Lyon studiert und 2 Doktorate erworben. Er hat unter anderem an den Universitäten von Lyon und Yaoundé, der Hauptstadt Kameruns, gelehrt und sich am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin habilitiert. Dr. Kumar Ndumbe ist sowohl als Wissenschaftler wie als Künstler tätig. Er war 1989 bis 1991 Präsident des Schriftstellerverbandes in Kamerun und davor schon jahrelang erster Vizepräsident des Schriftstellerverbandes Zentralafrikanischer Staaten. Ich habe ihn im Oktober des Vorjahres bei der Steirischen Akademie in Graz kennengelernt, wo er einen fulminanten Vortrag gehalten hat. Professor Kumar Ndumbe, bei diesem Vortrag in Graz haben Sie über die verheerenden Auswirkungen des Kolonialismus für Afrika gesprochen. Wir verloren nicht nur unsere Sprache, auch unsere Gedanken starben aus. Ihre Schlussfolgerung daraus hieß: Afrika muss sich mit sich selbst versöhnen, um seine neue Persönlichkeit aufzubauen und sein Gleichgewicht wiederzufinden. Wie könnte dieser Akt der Selbstversöhnung denn aussehen? Also das ist eine sehr schwierige Frage für Afrikaner selbst. Denn um dazu zu kommen, dass die Afrikaner sich versöhnen, dass sie ihre eigene Sprache widersprechen, dass sie ihre eigenen Gedanken wieder denken. Dass sie so weit sind, ist sehr schwierig, weil sie die internationale Konstellation so ist, dass Afrika eben nicht Afrika überlassen wird. Afrika wird von außen bestimmt. Ich habe immer eines gesagt, dass seit bald 4 Jahrhunderten ist Afrika eine europäische Konzeption. Und das ist das Problem, das große Drama Afrikas, dass von der Sklaverei bis zur Kolonialzeit und sogar in der Zeit nach der sogenannten Unabhängigkeit die Afrikaner nicht in der Lage gewesen sind, ihr Schicksal zu bestimmen. Ihr Schicksal wird außen bestimmt, von anderen bestimmt. Und wir wissen ja, wie stark welche Rolle Europa hier gespielt hat. Europa hat das immer anders ausgelegt. Man hat gesagt, ja, mein Gott, wir bringen den Heiden das Christentum. Das heißt, wir bringen den Heiden das Licht. Allein das schon, diese Konzeption hier, wir bringen denen eigentlich etwas Heiliges, wir bringen denen Gott. Denn die haben ja gar keinen Gott. Die sind ja Heiden. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass die anderen da sind und warten müssen, was von draußen kommt, um auch zum Heil zu gelangen, um auch zu Gott zu gelangen. Nur ist es hier ein ganz spezifischer Fall, der afrikanische Fall. Die christliche Religion ist ja nicht friedlich nach Afrika gekommen, sondern sie ist mit dem Militär, mit dem Kolonialherren
gekommen. Mit anderen Worten, etwas, was aufgezwungen wurde. Und wenn man sieht, also ich habe hier nur dieses kleine Beispiel der Religion genommen. Wenn man sieht, was ist denn passiert mit den Leuten, man kann doch nicht denken, dass diese Menschen in Afrika seit Jahrtausenden gelebt hätten, ohne an einen Gott zu glauben, an einen würdigen Gott zu glauben. Nun aber ist es so passiert, dass man gesagt hat, das alles, was die gemacht haben, das ist nicht nur heidnisch, das ist teuflisch. Das sind Werke des Satans und die muss man beseitigen, die muss man verbrennen. So ist Europa mit Afrika umgegangen. Sie haben jetzt speziell den christlichen Aspekt angesprochen. Nun ist ja bekannt, dass die Missionare überall auf der Welt an den Kittelfalten oder korrekter müsste man sagen an den Schwertern der Eroberer und Konquistadoren drangehängt sind und sofort mit ihrem, wie sie meinten, segenbringenden Werk begonnen haben. Gleichzeitig ist es aber auch das Phänomen der Kultur und Zivilisation, die den primitiven respektive Unzivilisierten gebracht wird, als europäische Segnung. Und ich glaube, das ist fast noch wichtiger als der religiöse Aspekt. Ja, ich meine, der religiöse Aspekt, das ist nur ein Teil. Ja. Man kann, nehmen Sie einfach die Sprache, nehmen Sie die Schule. Auf einmal hat man keine eigenen Schulen mehr gehabt. Man hat gar nicht darüber nachgedacht, ob wir überhaupt welche ähnliche Institutionen gehabt hätten. Bei der Entdeckung Amerikas ist es ja so, dass Kolumbus in seinem Logbuch schrieb, als er ankam, ja, diese Leute haben keine Sprache, weil sie seine Sprache nicht gesprochen haben. Die haben keinen Gott, weil sie seinen Gott gar nicht kannten. Und dann sagte er, sie kennen sich so gut aus mit dem Gebrauch von Feuerwaffen. Man könnte also sie sehr schnell unterwerfen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in Afrika ist es genauso angewandt worden. Die gesamte Kultur, wie Sie sagen, afrikanische, ist ausgeklammert worden. Und man hat versucht dann, eine andere Kultur hereinzubringen. Mhm. Und da hat man vielleicht gemeint, gut, das ist eine gute Sache, aber das waren ja ganz bestimmte Pläne. Man wollte ja etwas erreichen. Man wollte ja, dass man wenigstens eine kleine Schicht haben kann, die sozusagen die Anweisungen des Kolonialherrn weitergeben kann. Und diese Schicht, ich meine, ich gehöre auch zu dieser Schicht, nicht? Das ist ganz klar. Ich bin auch zu dieser europäischen Schule gegangen. Mhm. Ich habe diese europäische Schule besucht, nicht? Und so dass ein ungeheures Gefälle dann kommt, Gefälle oder Bruch kann man das auch bezeichnen. Ich als Afrikaner, der jetzt mit Ihnen redet, ich rede mit Ihnen in einer europäischen Sprache. Gut, das kann Deutsch, Englisch, Französisch sein, das ist egal, aber das ist das gleiche Phänomen. Oft ist es so, oder meistens sogar ist es so, dass die Afrikaner sich viel besser, weitaus besser in diesen europäischen Sprachen auszudrücken vermögen, als in der eigenen. Viele können sich nicht einmal mehr in der eigenen Sprache ausdrücken. Mhm. Deshalb sage ich, also wir müssen wieder unsere Sprache sprechen. Wir müssen wieder unsere Gedanken denken können. Weil die Sprache ist ja ein Vehikel auch des Gedankens, wie man sich die Welt vorstellt, welche Sehnsüchte, welche Wünsche man hat. Das alles ist in der Sprache drin. Und wenn Sie Ihre eigene Sprache schon verloren haben, heißt es, Sie haben auch sogar Ihre eigene Kulturwelt schon verloren. Und wenn Sie Ihre eigene Kulturwelt verloren haben, ist es sehr schwierig, mit Ihren Problemen fertig zu werden. Nun, Professor Kumandumbe, es schien so, als hätte es in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts zweimal eine Chance gegeben für Afrika, mit seinen Problemen selber fertig zu werden, um bei Ihrer Formulierung zu bleiben. Das erste Mal in den frühen 60er Jahren mit
der Entkolonisierung und der Unabhängigkeit der Staaten, wobei schon klar ist, die Katastrophe in dem Zusammenhang war, dass der Kalte Krieg in Afrika fortgedauert hat und als Stellvertreterkrieg auch die folgenden Jahrzehnte geführt worden ist und vom Westen wie vom Osten Diktatoren unterstützt worden sind. Die zweite Nahtstelle war nach 89, Ende des Kalten Kriegs. Tatsächlich sind Bürgerkriege gestoppt worden in Afrika. Es ist zu einer Welle der Demokratisierung gekommen. Das hat nicht gehalten. Im Vorjahr hat es eine Prognose der Weltbank gegeben, die sagt, es werde Jahrzehnte dauern, bis Schwarzafrika wieder das Lebensniveau Mitte der 70er Jahre erreicht, ausgenommen Nigeria. Und die Bürgerkriege haben wieder begonnen und sie sind, wenn wir etwa an Ruanda denken, entsetzlicher als sie je zuvor waren. Nun ist nach 89 eine große Chance versäumt worden. Oder hat es die gar nicht gegeben? Ich glaube, die hat es kaum gegeben. Gar nicht, will ich vielleicht nicht sagen. Die hat es kaum gegeben. Sie haben ja zwei Epochen hier auseinandergehalten. Die 60er-Epoche mit den Unabhängigkeiten vieler afrikanischer Staaten und dann nach der Wende von 89. Ich glaube, das sind zwei wichtige Epochen, wo man wirklich fragen, was ist eigentlich los mit diesen Afrikanern? Warum haben sie das eigentlich? Die haben doch ihre Unabhängigkeit 1960 bekommen. Und warum haben sie es einfach nicht geschafft? Und dann jetzt noch einmal eine Chance, 89, weltweite Möglichkeiten des Demokratisierungsprozesses. Und warum schaffen die das nicht? Sie kennen den Vergleich mit den ostasiatischen Staaten. Richtig, ja. In den frühen 60er Jahren waren afrikanische Staaten, die jetzt zu den ärmsten auf diesem Globus gehören, ungefähr auf dem Lebensniveau von Südkorea und anderen ostasiatischen Staaten, die jetzt zu den sogenannten kleinen Tigern gehören und deren Lebensniveau geradezu katapultartig in die Höhe geschossen ist seit Jahren. Gut, ich kenne diesen Vergleich sehr gut, aber ich möchte zunächst einmal diese beiden Epochen, 1960 und 89, was Sie da erwähnt haben, ich möchte wirklich zunächst einmal Stellung nehmen darüber. Schauen Sie, 1960, das ist das afrikanische Jahr, weil so viele Länder auf einmal unabhängig wurden. Aber sind diese Länder unabhängig geworden? Ich vertrete die These, dass die Afrikaner 1960 den Unabhängigkeitskampf verloren haben. Denn es war, also nach dem Zweiten Weltkrieg, der Versuch in vielen afrikanischen Ländern auf einmal sich selbst zu bestimmen, das heißt sein Schicksal in die Hand zu nehmen und die Zukunft zu gestalten. Nun, Frage, ist das möglich gewesen? In den meisten afrikanischen Ländern ist es überhaupt nicht möglich gewesen. Das heißt, die ehemaligen Metropolen, Kolonialmetropolen, sind ja gar nicht weggegangen. Das heißt, man hat einfach eine andere Form der Domination, also der Beherrschung dieser Länder, einfach ausgearbeitet. Das war sehr clever. Und darum sage ich, gut, die Afrikaner haben Pech gehabt, sie haben verloren. Man hat sich Statthalter aus dem Lande selbst genommen und hat sich nur formal zurückgezogen. Darauf geht es hinaus. Ja, genau. Nicht? Und das ist ja das eigentliche Problem. Wenn ich sage, wir müssen endlich einmal unsere eigenen Gedanken denken. Diese Statthalter, die von den Supermächten oder von den europäischen Mächten den Völkern Afrikas aufgezwungen wurden. Diese Statthalter waren ja nicht dazu da, sozusagen für diese Länder zu denken, sondern sie waren dazu da, Anweisungen des Nordens auszuführen. Und das ist sehr, sehr schlimm, weil das hat eben zu diesen Katastrophen geführt, weil 30 Jahre sind dann verschwendet worden, wo man sich gedacht hätte, mein Gott, endlich mal
können jetzt die Leute versuchen, ihr Bestmögliches zu machen, um diese Länder zu entwickeln. Aber es kam ja nicht dazu. Und diese Statthalter haben so viel Militär gehabt, so viel militärische Unterstützung, dass es gar nicht möglich war, im Lande seine Meinung überhaupt zu sagen, wie es mit dem Land bestellt sein soll. Und es kam dann zu einem Paradoxen, dass die Afrikaner in den meisten Ländern dann ins Exil mussten. Und wohin? In die ehemalige Kolonialmetropole. Dort konnten sie Flugblätter verteilen und so weiter, aber in den eigenen Ländern nicht. In jene Metropole, die gleichzeitig Protektor des Diktators in der afrikanischen Heimat war. Ja, natürlich. Es war immer sehr lustig, nicht? Wenn sie in Paris, die kommunistische Partei hat immer so ein Fest organisiert, Fête de l'Humanité, nicht? Und mit vielen Sternen. Und da hatte man dann diese Afrikaner aus den verschiedenen frankophonen Ländern, die in den eigenen Ländern nichts zu sagen hatten, hier haben sie Flugblätter, kleine Broschüren dann verteilen dürfen und so weiter. Aber in den eigenen Ländern hätte man sie ins Gefängnis geworfen. Aber das ist ja der Witz der Sache, dass auf diese Broschüren oder Flugblätter, was stand denn drauf? Dass Frankreich ein imperialistisches Land ist und Afrika in Ruhe lassen soll und so weiter. Das können sie in Frankreich den Leuten sozusagen verteilen, in den eigenen Ländern aber nicht. Das bedeutet also, dass die Leute gar nicht die Möglichkeit hatten, eigene Gedanken zu artikulieren, wo es lang gehen sollte. Bleiben wir bei dem Punkt. Ja. Ich habe vor kurzem gelesen ein Interview mit der Ökonomin Axelle Kabou aus Kamerun. Mhm. Ihrer, früher hätte man gesagt Landsmännin, jetzt muss man, glaube ich, korrekterweise Landsfrau sagen. Ja. Ihr Buch heißt auf Deutsch Weder arm noch ohnmächtig, eine Streitschrift gegen schwarze Eliten und weiße Helfer. Die Kernthese von Frau Kabou ist, die ständigen Klagen der Schwarzafrikaner gegen den Norden sind kontraproduktiv. Sie lähmen und infantilisieren die schwarze Gesellschaft. Sie hindern sie daran, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen und endlich das zu tun, was ihr das Wichtigste zu sein scheint, nämlich diese kriminellen Eliten zu beseitigen. Ja, ich bin mit der These von Axelle Kabou insoweit einverstanden, dass wenn man sich damit begnügen würde, dass man sagt, mein Gott, die Europäer haben noch das getan, sie haben noch jenes getan und so weiter, wir Arme und so weiter. Das ist natürlich kontraproduktiv. Aber darum geht es nicht. Ich meine, es gibt historische Tatsachen, die da sind. Ja. Und es gibt politische und wirtschaftliche Mechanismen weltweit, die heute noch sehr wirkungsvoll sind. Es wäre sehr gefährlich. Und da meine ich, dass die These von Axelle Kabou auch gefährlich ist. Ich weiß, dass die These von Axelle Kabou so berühmt geworden ist in Europa, weil die Europäer dann endlich sagen, mein Gott, endlich sagt mal einer, die sind selber schuld. Damit können die Europäer ein gewisses gutes Gewissen bekommen. Aber ich glaube, die meisten Europäer, die Axelle Kabou gelesen haben, haben sie gar nicht verstanden. Denn es geht, die Axelle Kabou spricht hier, redet an Afrikaner und sagt, Leute, wir müssen selber was tun, wir müssen selber was unternehmen, damit wir diese Diktaturen wegschaffen. So muss man Axelle Kabou verstehen. Nicht? Aber Axelle Kabou sagt nicht, was Europa gemacht hat oder Amerika, also ich meine die Weltmächte. Sie sagt nicht, dass es gar nicht wahr ist. Nein, sie sagt nicht, man soll sich nicht damit begnügen. Das wäre jetzt auch wirklich ein Missverständnis. Ja. Die Schuld des Nordens, nennen wir es jetzt zusammenfassend so, ist absolut unbestritten. Und es ist auch klar, dass dieser ständige Hinweis auf die korrupten Regierungen in Schwarzafrika zwiespältig ist. Mhm. Auf der einen Seite ist da, Sie haben es eben angesprochen, ein Ablenken des Nordens von eigener Schuld. Auf der anderen Seite sind aber diese Regierungen einfach real. Es gibt sie. Diese Regierungen sind real. Wer hat sie eigentlich dahingesetzt? Das ist ja das Problem. Und da kommen wir jetzt zu der Wende, nicht 89. Ich war ja in Afrika, 89, 90, 91. Da haben wir damals gesagt, das ist der zweite Unabhängigkeitskampf. So haben wir das auch gefühlt.
weil es seit 1960, ich war noch ganz klein 1960, aber ich habe es noch in Erinnerung, wie die Leute damals gekämpft haben, wie sie versucht haben, diese Unabhängigkeit wirklich zu sich zu nehmen, mit viel Opfer. Und das haben wir 89 erlebt. 89, 90, je nachdem, wo man in Afrika war. Bis 91. Und zwar... Waren Sie damals optimistisch? Sehr. Da hat man gesagt, endlich haben wir wieder jetzt eine Alternative. Endlich können uns auch Staaten des Nordens verstehen, dass wir mit denen auch gut zusammenarbeiten können, wenn wir wirklich selbstständig sind. Und da sind die Leute auf die Straße gegangen. Da haben Leute Tag und Nacht haben gearbeitet, nicht geschlafen. Und was ist denn gekommen? Man hat auf die Masse geschossen. Und als die Leute dann gesagt haben, wir brauchen endlich einmal demokratische Wahlen, damit diese Diktatoren, die uns aufgezwungen wurden, 30 Jahre lang, damit diese Leute wegkommen und wir endlich haben, Leute haben, die unser Vertrauen haben, Leute, mit denen wir wirklich total zusammenarbeiten können. Was ist passiert? Die Wahlen sind gefälscht worden. Und da muss man sich jetzt die Frage stellen, ja, aber das ist doch eure eigene Schuld. Ist es nicht eure eigene Schuld? Also wir in Europa haben doch gesagt, Demokratisierung. Aber warum habt ihr das nicht geschafft? Und da muss man jetzt wieder konkret sehen, was ist denn vor Ort passiert? Nehmen Sie ein Land wie Togo, nehmen Sie ein Land wie Kamerun. Was ist denn passiert? In Kamerun zum Beispiel haben wir folgend die Situation gehabt. Sie haben verschiedene Kandidaten, aber der, der sehr populär war, war ein Anglophoner, ein Englischsprachiger. Aber Sie wissen, dass mit der Politik der Frankophonie, also mit der französischen Politik, sozusagen die Verbreitung der französischen Sprache und Kultur, ist es nicht akzeptabel. Den wollten die Franzosen nicht. Oder? Genau. Ist es nicht akzeptabel, dass in einem Land wie Kamerun ein Präsident, der kaum Französisch kann, Präsident der Republik wird? Und das war wirklich unerhört, was da passiert ist und wie Frankreich sich da eingemischt hat. Aber das ist hochinteressant, dass in Europa sowas gar nicht wahrgenommen wird. Und so dass jemand jetzt die Wahlen gewinnt, aber er kann nicht an die Macht. Nur weil er kein Französisch kann. Können Sie sich das vorstellen? Mhm. Nicht? Und dann sagt man wieder, ja, die schaffen es doch nicht, diese Afrikaner. Und ein Problem, da haben Sie völlig recht, ist natürlich die westliche Medienberichterstattung über Afrika, die, soweit sie überhaupt stattfindet, ausschließlich Katastrophenberichterstattung ist. Das heißt, es entsteht ein Bild eines Kontinents, das völlig farblos ist. Hunger, Bürgerkrieg, Massaker, AIDS. Vor einem halben Jahr, hat mir Karl-Heinz Böhm erzählt, hat er in der Süddeutschen Zeitung eine 6-Zeilen-Notiz gefunden. 8 Millionen Äthiopier sind von einer Hungerkatastrophe akut bedroht. Da muss man aber die Süddeutsche noch loben, denn die anderen großen Blätter in Deutschland haben überhaupt keine Zeile darüber verloren. Das heißt, wenn was reinkommt, dann ist es eine Katastrophe und die muss ein entsprechendes Ausmaß haben, damit sie, wie in dem Fall in der Süddeutschen, in der Rubrik Vermischtes 6 Zeilen kriegt. Ja, aber ich meine, das ist ja das große Problem, nicht wie Afrika hier wahrgenommen wird. AIDS, Hunger und so weiter. Aber diese Bewegung, diese Bewegung der Hoffnung, dass die Leute gehofft haben, die Leute haben geträumt, die haben gesagt, endlich mal werden wir wieder die Fähigkeit, die Möglichkeit haben, uns mit unseren Problemen auseinanderzusetzen. So was muss man erlebt haben. So viel Hoffnung und dann brutal. Brutal einfach abgedrängt, zurückgedrängt und das normale Leben, wo man sagt, gut, ich muss versuchen, dass ich persönlich überlebe, aber was geht mich das Ganze schon an? Nicht? Das bestimmen doch die anderen. Ich habe einen Satz von Präsidenten von Gabun gelesen, Omar Bongo, als er seinen Wahlkampf organisierte,
Das war in Jeune Afrique Économie. Ist da gefragt worden, ja, wieso, also wie fühlen Sie sich eigentlich mit diesen internationalen Bedingtheiten? Dann sagt er, es ist ja Wahnsinn. Wie wollen Sie Staatspräsident eines Landes sein, wenn die Währung ist Ihres Landes woanders bestimmt wird? Ob es abgewertet oder aufgewertet wird. Also allein dieser Satz, nicht? Da merken wir auch, dass auch wenn ein Präsident, sagen wir mal jetzt, der sagt, gut, ich möchte jetzt mal richtig für mein Land arbeiten und so weiter. Er hat die Hände so gebunden, eben, das sagt der Bongo mit diesem Satz. In Paris wird entschieden, ob die Wertung abgewertet, aufgewertet wird, wie viel Prozent und so weiter. Ich möchte nur zusammenfassend sagen, diese These von 1960 und 89, was Sie da jetzt gebracht haben, dass die Afrikaner den ersten Unabhängigkeitskampf von 60 verloren haben und dass wir jetzt auch dabei sind, 89, 90 bis 93 den Demokratisierungskampf zu verlieren. Schauen Sie, der Mobutu ist immer noch da. Ja. Und so stark wie noch nie. Das heißt, die afrikanischen Demokraten haben nie eine internationale Unterstützung erfahren, ihre Gegner aber, die Diktatoren, die als Statthalter entweder des Westens oder des Ostens eingesetzt worden waren, die kriegen die Unterstützung noch immer. Darauf läuft es hinaus, Ihre These. Ja, das ist ja der Witz der Sache, dass die Demokraten Afrikas, Demokraten Afrikas hat es immer gegeben. Die sind jetzt nicht erst jetzt geboren, die Demokraten Afrikas. Ich habe ja von diesen Leuten, die ins Exil mussten, die gekämpft haben, dass wir mehrere Parteien und nicht nur eine Partei im Lande haben. Aber die mussten raus. Die konnten weder geduldet werden von den Diktatoren, die vom Osten unterstützt waren, noch von den Diktatoren, die vom Westen unterstützt waren. Und nach der Wende, was ist passiert? Und das ist ja ungeheuer interessant. Alle Diktatoren, die vom Osten unterstützt waren, sind weg. Aber die Diktatoren, die vom Westen unterstützt waren, die meisten sind noch da und sind sogar noch stärker, mächtiger geworden. Und was macht man mit den Demokraten, sage ich. Und ich meine, wissen Sie, das ist ärgerlich. Wenn man sieht, wie hier in Europa die Leute wirklich demokratisch diskutieren. Ich war eingeladen auf den Evangelischen Kirchentag zum Beispiel. Da habe ich gesehen, so viele verschiedene Gruppen diskutieren über so viele verschiedene Probleme. Und das trägt dazu bei, dass Meinung im Lande gebildet wird. Und dass die Politiker auch sagen, oh, da müssen wir doch aufpassen. Und warum dürfen wir das bei uns nicht, zu Hause nicht tun? Und da sage ich also, wenn die Länder hier es ernst meinen mit der Demokratie, auch in den afrikanischen Ländern, dann müssen sie dazu übergehen, diese Gruppen der Zivilgesellschaft, also die versuchen, diesen freien Raum zu schaffen, dann müssen die versuchen, diese Gruppen zu unterstützen, damit auch demokratische Infrastrukturen vorhanden sind, wo man wirklich so große Diskussionen auch führen kann. Mhm. Sonst bleiben die Diktatoren einfach weiterhin allmächtig. Nebenfrage, was soll denn mit dem vielen Geld passieren, das afrikanische Diktatoren ihren Völkern gestohlen haben und das im Großen und Ganzen in den tiefen Tresoren der Schweiz liegt? Die Afrikaner haben ja immer wieder gesagt, wir brauchen dieses Geld zurück. Aber ich glaube, da darf man sich nicht allzu viel Illusionen machen, wenn ich sehe, wie die Sachen hier in Europa, also im Norden organisiert sind. Die Bankiers hier werden es doch nie nachgeben, dass sie sagen, gut, also ihr könnt euer Geld zurückbekommen. Darum geht es doch. Darum sind ja auch diese Leute so mächtig, weil das ganze Geld haben sie abgezapft und das Geld ist hier. Nicht? Und ich weiß gar nicht, ob das in der öffentlichen Meinung Europas das so klar ist eigentlich, wenn man vom Kapitaltransfer spricht, dass eher Geld von Afrika nach Europa kommt als umgekehrt. Das wissen die Leute gar nicht. Und das kann man nie genug wiederholen, dass viel mehr Geld aus Afrika rauskommt,
nach Europa als von Europa nach Afrika. Das heißt, Afrika unterstützt Europa auch in seiner landwirtschaftlichen Produktion. Wir kommen noch drauf. Oder hat es viel mehr unterstützt, als Europa je Afrika unterstützt hat? Also es ist immer so eine Sache. Wann hat denn Europa Afrika unterstützt? Das möchte ich mal wissen. Gute Frage. Das möchte ich mal wissen. Also ich möchte wirklich eine Debatte haben mit europäischen Experten, dass sie mir das mal zeigen, wie sie Afrika unterstützt haben. Denn ob das jetzt in der Kolonialzeit gewesen ist oder nach 1960, also bis heute, man hat immer so eine Politik aufgebaut, um die Rohstoffquellen zu sichern in Afrika, um sie so billig wie möglich bekommen zu können. Und dann hat man Mechanismen praktisch dann sozusagen organisiert, damit diese Rohstoffquellen sicher fließen können. Also diese Infrastrukturen hat man unterstützt. Und darum sage ich, aber Europa kann wirklich Afrika unterstützen. Und ich bin auch der Meinung, es gibt hier in Europa viele Politiker und viele Bürger, die wirklich diesen guten Willen haben. Nur muss man den Afrikanern zunächst einmal die Möglichkeit geben, sich ihr Schicksal selbst zu artikulieren. Mhm. Und wenn man dann wirklich helfen will, da einzusteigen, also wenn die Afrikaner in der Lage sind, sozusagen ihre Wege zu artikulieren und dann sagen, okay, hier möchten wir, brauchen wir wirklich eine Zusammenarbeit. Momentan ist aber etwas ganz anderes passiert. Also Schwarzafrika trägt ohne jeden Zweifel die erkennbaren Spuren von einer mehr als 100-jährigen Ausbeutung. Aber was nun zu laufen begonnen hat, ist schlicht und einfach die Abkoppelung Schwarzafrikas von der Weltwirtschaft. Und wenn ich ein Indiz dafür nehmen darf, dieses unvorstellbare Massaker in Ruanda ist ja wohl auch darauf zurückzuführen, dass Schwarzafrika so uninteressant ist, dass man nicht einmal eingegriffen hat. Überall anders auf der Welt wäre das gestoppt worden, denn das hätte man auch stoppen können. Aber Schwarzafrika ist einfach aus den Karten der Weltwirtschaft allmählich verschwunden in der allerletzten Zeit. Wissen Sie, wenn die Prognosen der europäischen Medien treffen würden, würde Afrika gar nicht mehr existieren. Es wäre vielleicht eine ganz gute Sache, wenn Afrika von der Weltwirtschaft sich abkoppeln würde. Aber diese Abkoppelung, glaube ich, ist nicht real. Wenn man von Abkoppelung hier spricht, dann meint man, dass was in Afrika produziert wird, verhältnismäßig so gering geworden ist in der Weltwirtschaft, dass es eben nicht mehr so viel Bedeutung hat. Aber Abkoppelung ist etwas anderes. Abkoppelung würde eigentlich bedeuten, gut, Afrika ist außerhalb dieser Weltwirtschaft und das eben nicht. Das heißt, Sie halten die Abkoppelungsthese für falsch. Ja, ja, ja. Afrika wird nicht abgekoppelt. Das ist. Es wird, um ein anderes Modewort zu verwenden, marginalisiert. Ich weiß nicht. Marginalisiert, es heißt nur, dass in den weltpolitischen Entscheidungen, dass Afrika nicht mehr so viel Einfluss, nicht so viel Einfluss ausüben kann. Das soll es bedeuten. Aber das ist keine Abkopplung, denn Afrika wird weiterhin wichtig bleiben für andere Länder, für Europa. Aber eine Abkopplung Afrikas von Europa, also für uns wäre das ein großes Glück eigentlich. Für uns wäre, also für Afrika wäre das ein großes Glück. Ich glaube, die Europäer verstehen das gar nicht, weil sie gar nicht akzeptieren wollten, wie abhängig Afrika von Europa war. Das ist, also wie stark das Abhängigkeitsverhältnis war. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, dass Sie von der Wirtschaft reden. Übrigens, wir müssen noch auf Südkorea und diese Schwellenländer, weil das ist eine Frage, die Sie gestellt haben und ich habe nicht darauf geantwortet. Aber zur Wirtschaft.
Ich habe Ihnen gesagt, Afrika ist eine europäische Konzeption gewesen. Das ist auch wirtschaftlich. Seit der Kolonialzeit hat man die Wirtschaft Afrikas so strukturiert, dass sie eigentlich nur dazu da war, Europa zu beliefern. Und das war die Struktur, das ist diese Außenbestimmtheit und Außenorientierung, also diese Extravertiertheit der afrikanischen Wirtschaft. Mit anderen Worten, die Afrikaner brauchen eigentlich eine ganz andere Wirtschaftsstruktur. Denn die bis jetzige Wirtschaftsstruktur Afrikas ist so, dass Afrika mehr mit Europa Handel treibt als untereinander. Also das ist, Afrika treibt Handel mit Europa zu 75%, also zwischen 65% und 75%, aber untereinander nicht einmal 5%. Mhm. Und diese Wirtschaftsstruktur, es geht ja hier um Strukturen, diese Wirtschaftsstruktur ist von Europa hingesetzt worden. Das heißt, wenn Kamerun nicht einmal mit Gabun einen richtigen oder mit Nigeria einen regelrechten Handel treiben kann, wie Österreich mit Deutschland oder Österreich mit Frankreich. Und das ist das Problem Afrikas, dass wir diese Struktur haben, die wir von der Kolonisation geerbt haben. Das heißt, und diese Struktur muss geändert werden. Sie produzieren alle zu viel desgleichen. Kaffee, Tee, Bananen und so weiter. Ja. Für den europäischen Markt. Genau. Weil das seit der Kolonialzeit so gewollt wurde. Mhm. Und nach der Kolonialzeit... Sie müssen also Ihr Produktionsprogramm radikal verändern. Genau, und das ist ja das große Problem. Und da kann man nicht jetzt herkommen und sagen, die Afrikaner haben ja selber gar keine eigenen Ideen. Die OAU hat versucht, zum Beispiel damals den Aktionplan von Lagos auszuarbeiten, um zu sehen, wie kann man denn diese neue Wirtschaftsstrukturen in Afrika gestalten. Aber da hat doch niemand Gelder dafür geben wollen, um das zu finanzieren. Weil eben diese Struktur, die aufgebaut wurde, für die Metropolen sehr angenehm und bequem war. Nun aber kommt es jetzt zu solchen Konsequenzen, dass diese Länder praktisch überhaupt kaum noch atmen können. Da möchte ich vielleicht noch etwas zu den Schwellenländern sagen. Weil diese Frage taucht immer wieder auf, ja, wieso denn die Afrikaner haben es nicht geschafft und wieso haben es denn die Asiaten geschafft? Dann muss man sich folgende Fragen stellen. Wie war denn die gesamte Struktur während der kolonialen Domination? War das die gleiche Struktur wie in Afrika? Afrika ist ein totales Konzept Europas gewesen, 3 Jahrhunderte lang. In Asien ist es doch nicht so der Fall gewesen. Die Asiaten haben zwar auch eine gewisse Beherrschung gehabt, aber die haben, und es gibt ein Phänomen der Kolonialgeschichte, dass sie nicht so ihre Persönlichkeit ist nicht so stark angegriffen worden. Nicht so stark erschüttert worden. Ihre Identität. Sodass sie nach praktisch dieser Unabhängigkeit sie wirklich wieder aufbauen konnten. Ja. Und sie haben auch dieses Phänomen nicht gehabt, dass Europa dort Diktaturen hingesetzt hat, die nur also als Statthalter Europas fungiert haben. Und das ist der wesentliche Unterschied zu Afrika, wo ich sage, wir haben 30 Jahre verloren. 30 Jahre Unabhängigkeit verloren, weil es gar nicht möglich war, sein eigenes Schicksal zu artikulieren. Mhm. Und das darf man nicht vernachlässigen. Professor Kumandumbe, ich möchte jetzt Ihre persönliche Situation noch ansprechen. Sie sind Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und gleichzeitig sind Sie Kronprinz Ihres Volkes in Kamerun. Das heißt, wenn man von afrikanischen Eliten spricht, dann kann man das auch wieder teilen. Es gibt diese sogenannten neuen Eliten, die jetzt politisch an der Macht sind und die zusammengerafft haben, was in den letzten Jahrzehnten zusammengerafft werden konnte. Und es gibt ursprüngliche alte Eliten, die aber, soweit ich es verstanden habe, in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, relativ wenig Rolle gespielt haben. Und dieser alten Elite gehören Sie an. Ja, ich weiß nicht, wie ich
Persönlich, ich bin ein Weltmensch. Ich bin ein Weltmensch, weil ich sehr viel Glück gehabt habe. Ich habe das afrikanische Erbe mitbekommen können, mitbekommen dürfen. Das ist sehr, sehr viel und nicht selbstverständlich in der jetzigen Situation in Afrika. Und ich habe auch die Möglichkeit und das Glück gehabt, die europäische Welt zu kennen. Ich habe die europäische Schule besucht, die französische, die deutsche. Ich schöpfe aus beidem heraus. Aber das Drama Afrikas besteht darin, dass, wenn man eben von dieser Elite spricht, da kann ich weinen. Was ist denn die Elite eines Volkes? Wenn Europa von der Elite Afrikas spricht, dann meint Europa Leute, die die europäische Schule besucht haben. Das ist für Europa die Elite Afrikas. Und das ist das Wahnsinnige. Ich sage immer wieder, dass diese Gruppe dieses Prädikat nicht verdient, Elite Afrikas genannt zu werden. Um als Elite Afrikas, glaube ich, bezeichnet werden zu können, muss man doch das afrikanische Erbe kennen. Aber das war ja eben die Kolonialpolitik, das war ja eben diese Zerstörung der afrikanischen Persönlichkeit, dass man nicht einmal mehr weiß, woher wir kommen, dass man nicht einmal mehr weiß, wie wir mit unseren Problemen, mit afrikanischen Lösungen herangehen können, sondern dass man einfach nur mit europäischem Kopf denkt in Afrika. Und ich finde das einfach eine Katastrophe. Und das ist auch der Grund, warum diese sogenannte Elite nicht fertig wird und fertig werden kann mit den Problemen Afrikas. Denn man kann Probleme Afrikas mit einem europäischen Kopf nicht lösen. Wissen Sie, ich habe eine Forschungsgruppe an meiner Universität Yaoundé mal aufgebaut über die deutsche Kolonialzeit. Aus dem einfachen Grunde, weil wir hatten in den 70er Jahren sehr viel geforscht über die deutsche Kolonialzeit in Kamerun. Und dann waren wir mit einem Problem konfrontiert. Um die Geschichte Kameruns zu schreiben, wie Kamerun geboren wurde, das sind ja diese Länder, die mit der Kolonialzeit geboren wurden, hatten wir nur deutsche Dokumente, deutsche Akten. Und jetzt sollten wir die Geschichte Kameruns mit Akten schreiben, die von deutschen Kolonialherren verfasst wurden. Das war ein Handicap, auch für die Interpretation der Geschichte. Und dann haben wir gesagt, wir müssen gucken, wer als Kameruner überhaupt noch lebt und diese Zeit kennt, diese Zeit miterlebt hat. Und dann haben wir versucht, in ganz Kamerun diese alten Leute ausfindig zu machen. Und das war hochinteressant, die Gespräche mit ihnen. Zunächst einmal haben wir sehr viele Gespräche gemacht, so dass wir auch jetzt ein Parallelarchiv mit afrikanischen Aussagen über die deutsche Kolonialzeit haben und wir können mit diesen Sachen arbeiten. Aber warum erwähne ich das? Die Begegnung mit diesen alten Menschen. Ich weiß, dass so dreimal mich sehr alte Menschen, so über 90 Jahre, so wahnsinnig beeindruckt haben. Am Anfang wollten die gar nicht reden. Und das kam immer wieder, wieso kommt ihr zu uns? Ihr wisst doch alles, ihr habt doch die europäische Schule besucht. Warum, wieso auf einmal kommt ihr zu uns? Und dann habe ich erklärt und habe gesagt, Papa, guck mal, denn wir nennen die Leute, die alten Leute Papa bei uns, nicht? Auch wenn das nicht der eigene Vater ist. Aber ich sage, ja, schauen Sie, ich habe die europäische Schule besucht, das ist richtig, aber was ihr wisst, weiß ich nicht. Das ist eine ungeheure Welt, die uns gar nicht eröffnet wurde. Und deshalb bin ich gekommen, ich bin einfach gekommen, um zu lernen. Ich bin dein Kind und mach mir bitte die Tür auf. Und das haben sie verstanden. Da haben sie gesagt, wenn du so sprichst, dann machen wir dir die Tür auf. Aber ihr allgemein verdient es nicht, dass wir euch unsere Tür aufmachen. Und was bedeutete das eigentlich? Das bedeutete, dass es
gibt ein ungeheures Wissen, das Gott sei Dank noch da ist, welches, also dieses Wissen, in den Händen, in den Köpfen dieser alten Menschen. Aber die sagen, ihr müsst würdig sein. Solange ihr nicht würdig seid, machen wir euch unsere Tür nicht auf. Unsere Tür, das heißt, die Tür zur afrikanischen Welt. Wie man mit der afrikanischen Gedankenwelt afrikanische Lösungen zu unseren Problemen finden kann. Afrikanische Welt. Ich möchte in dem Zusammenhang noch einmal auf die Frage der alten Elite kommen, die ich angesprochen habe. Ich weiß überhaupt nicht, ob der Terminus korrekt ist. Über die neuen Eliten, die sogenannten, über die haben wir ausreichend gesprochen. Nun, Sie haben, wie Sie selber sagen, afrikanische und eben auch europäische Bildung in großem Umfang genossen. Sie haben an den Universitäten Berlin, Lyon, Yaoundé gelehrt. Sie waren Präsident des Schriftstellerverbands in Kamerun und erster Vizepräsident des Schriftstellerverbands der zentralafrikanischen Staaten. Das heißt, Sie sind ein angesehener Wissenschaftler und Künstler. Was bedeutet nun für Sie Königswürde in Ihrem Land? Tja, das ist eine schwierige Frage in der heutigen Konstellation, nicht? Hat sie politisch eine Bedeutung? Ja, sicher. Sicher, natürlich. Sicher, nicht? Das hat noch eine politische Bedeutung, aber mehr auch eine kulturelle Bedeutung. Und darum meine ich, dass Demokratie wirklich notwendig ist. Wir müssen vor allem diese Leute, die diese Aufgabe als Könige oder so wahrnehmen können in diesen Ländern, müssen alles tun, damit dieses Traditionelle, das heißt, was den Leuten bis heute verborgen geblieben ist, dass die Leute Zugang dazu haben. Das ist sehr wichtig, dass sie Zugang dazu haben. Denn es darf nicht sein, dass so viel Reichtum nur sozusagen verborgen bleibt. Die große Masse braucht das, dass sie auch Teil an diesem Gesamterbe Afrikas haben. Das, mit anderen Worten, das ist auch ein demokratischer Prozess. Aber paradoxerweise haben die politischen Herrscher Angst davor, weil sie wissen, dass wenn die große Masse der Afrikaner teilhaben an diesem Erbe, dann können sie diese Leute nicht mehr so gut kontrollieren. Das heißt, wenn ich es recht verstehe, in Ihrer Konzeption würden Sie Ihre Aufgabe als Historiker, der sich speziell auch mit Oral History befasst hat in Ihrer eigenen Heimat, mit der Königswürde in Einklang bringen sozusagen. Da gibt es eine ganz enge Vernetzung, wenn ich Sie recht verstehe. Hat ja immer gegeben in den Königshäusern bei uns, nicht? Die sogenannten Griots. Griot ist jetzt fast negativ, nicht? Weil die Griots jetzt haben diese Diktatoren so viel besungen, dass sie jetzt irgendwie an Würde verloren haben. Aber das war ja die Aufgabe des Königshauses, die Geschichte weiterzugeben. Mhm. Aber es geht ja hier nicht nur um Geschichte, sondern es geht einfach darum, meines Erachtens, dass diese Königshäuser in der Lage sind, in Kooperation mit der Regierung, die Menschen mit sich selbst zu versöhnen. Dass die Leute einfach Zugang zu ihrer eigenen Kultur haben. Das bedeutet aber nicht, dass man sich da abkapselt oder dass man das Fremde wegwirft. Nein, aber dass man zunächst einmal seine eigenen Wurzeln wiederfindet, damit man eben das Fremde viel besser aufnehmen kann. Und das ist eine sehr dringende Aufgabe meines Erachtens der Königshäuser in Zusammenarbeit mit den Regierungen. Aber ich glaube, dazu brauchen wir ein gutes Verhältnis, das heißt ein entspanntes Verhältnis und demokratische Verhältnisse. Würden Sie eine Chance sehen, politisch auf demokratische Verhältnisse, auf Demokratisierung hinwirken zu können? Ich persönlich? Ja. Ja, ich meine, das mache ich ja, ich mache das ständig. Hat der König in dem Zusammenhang eine Bedeutung? Natürlich.
dass er einwirken kann in diesen Demokratisierungsprozess. Und gibt es eine starke Gegnerschaft möglicherweise zwischen den regierenden Politikern und den alten Eliten? Ja, also ich meine, ich muss das natürlich klarstellen. Das ist jetzt, was ich hier zeige, das ist meine persönliche Einstellung, wie ich die Sachen sehe. Es gibt ja verschiedene Königreiche in diesem Kamerun. Nicht, das ist ja so zusammengesetzt worden mit der Kolonialzeit, das entsprach ja den alten Grenzen, nicht, so dass man verschiedene Häupter hat. Jeder hat seine Einstellung. Ich habe nur ausdrücken wollen, wie ich mir das so vorstelle, damit diese Länder irgendwie aus dieser Sackgasse herauskommen. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr konservative Eliten, die eigentlich nur sozusagen eine Hausmachtpolitik machen. Das, die sagen, gut, mir ist eigentlich egal, was die Regierung, die moderne Regierung da macht. Hauptsache, ich bleibe, mein Könighaus wird irgendwie bewahrt, nicht? Und ich bleibe da an der Macht. Aber ich glaube, dass wenn man die Probleme Afrikas sieht heute, wie dringend sie sind, und das sind ja nicht Probleme eines Landes, sondern all diese Länder, da muss man wirklich viel weiter denken. Was ist denn schon ein Königshaus? Was ist denn schon eine afrikanische Republik? Nicht, das Schicksal Afrikas ist viel, viel wichtiger. Ich habe noch eine Nebenfrage zur Person Professor Kumandumbe. Sie sind nicht nur Kronprinz in Kamerun, Sie sind auch Ausländer schwarzer Hautfarbe in Deutschland. Welche Erfahrungen haben Sie hier gemacht? Viel hängt von der eigenen Haltung ab. Ich glaube, dass ich vielleicht das Glück habe, dass ich nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht habe. Oder ich sehe die vielleicht nicht. Das heißt, ich ignoriere sie vielleicht. Weil es ist immer so, für mich sind das so arme Menschen, die meinen, was weiß ich, wegen einer Hautfarbe würde man vielleicht besser sein. Ich meine, wissen Sie, ich habe in Frankreich an der Universität gelehrt, ich lehre jetzt hier an der Universität, das sind doch weiße Studenten, die ich in Frankreich gelehrt habe, das sind weiße Studenten hier, so dass ich die Gefahr ist auch nicht auf der Universität, die Gefahr ist in der U-Bahn, genau, um es sozusagen zu lokalisieren. Genau, genau, aber nur psychisch, das macht sehr viel aus für mich. Ich suche nur eine Erklärung, warum ich eben nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich glaube, weil ich einfach psychisch eine ganz andere Einstellung habe. Ich sehe diese, wie soll ich sagen, ich sehe ja diese Sachen manchmal, aber da lache ich drüber. Ich lache drüber, weil das noch nicht so brutal aggressiv persönlich, dass ich sozusagen, ich bin noch nie so zusammengeschlagen worden. Also solche Erfahrungen habe ich, also gravierende Erfahrungen, nicht? Dass jetzt jemand Neger sagt oder was weiß ich, da lache ich doch. Das heurige Jahr ist zum Jahr der Toleranz erklärt worden. Nun ist dieser Begriff der Toleranz ein durchaus problematischer, wie wir wissen. Was können Sie damit anfangen? Ach, wissen Sie, mir geht es gar nicht so sehr um Toleranz. Es ist ein problematischer Begriff, ja, ich sagte es schon. Wissen Sie, meine Erfahrung ist so, ich habe vorhin gesagt, für mich sind das arme Menschen. Arme Menschen, die meinen, mit einer Hautfarbe könnte man den Anspruch haben, besser oder schlechter zu sein. Das sind arme Menschen, weil sie eben keine, gar keine oder keine positive Erfahrung mit dem anderen, mit dem Fremden gemacht haben. Denn das ist es ja. Schauen Sie, ich bin Afrikaner, ich bin aus Kamerun. Wenn ich Ihre Sprache nicht könnte, könnten wir heute nicht miteinander reden. Nur weil ich die Fähigkeit gehabt habe, ihre Welt zu entdecken, ihre Sprache als Vehikel zu gebrauchen, können wir uns miteinander reden und uns verstehen. Mit anderen Worten, ich glaube, dass das Problem dieser Menschen ist, dass sie diesen Sprung nicht wagen. Den Sprung zum anderen, zum Fremden, zum Unbekannten.
Das ist einfach auch das Schöne, die Freude bei den anderen, dass sie das auch mal erfahren. Und sie bleiben ohne diese Freuden jemals entdecken zu können. Darum meine ich, sie bleiben arme Menschen. Also mir geht es nicht um Toleranz, sondern mir geht es eigentlich um die Möglichkeit der Begegnung mit der anderen Welt, mit der Welt des Fremden. Dass, wenn ich diese Möglichkeit, dieses Glück habe, das ist doch etwas Ungeheures. Und wer daran nicht teilhaben kann, ja, das ist schade, der bleibt arm. Meine letzte Frage bezieht sich auf die Begegnung, die Sie eben angesprochen haben. Afrika hat Europa nicht nur wirtschaftlich sehr viel gegeben, Afrika hat Europa auch kulturell immer wieder inspiriert, zum Beispiel die europäische Kunst in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts ist sehr stark von schwarzafrikanischer Kunst beeinflusst worden. Wenn Sie jetzt eine Zukunftsperspektive entwickeln, was wäre denn eine, ich sag's pathetisch, afrikanische Botschaft? Eine Botschaft weiß ich nicht. Wie ich aber die Welt so sehe, so empfinde, ist die Welt eine so gefährliche Welt geworden. Es ist nur noch eine Welt des wahnsinnigen Kampfes, des Profites, wie viel verdiene ich. Und diese Großzügigkeit geht verloren. Das heißt, wo bleibt eigentlich der Mensch? Und da glaube ich, dass Afrika noch so viel anzubieten hat. Und darum sagte ich vorhin, wer den Schritt zum anderen nicht wagt, dem wird auch nichts gegeben. Wir brauchen eine andere Welt, gemeinsam. Und da hat Afrika viel anzubieten. Was ich, dieser alte Mann sagte, wenn ihr es würdig seid eines Tages, dann machen wir euch die Tür auf. Ich glaube, so kann Afrika auch zu Europa sprechen. Wenn ihr Europäer eines Tages mal so weit seid, dass ihr es würdig seid, dann macht euch Afrika die Tür auf. Denn was Europa von Afrika bis jetzt bekommen hat, das ist das Oberflächliche. Das war Kumandumbe der Dritte, Kronprinz und demnächst vermutlich König des Volkes der Dualas in Kamerun und gleichzeitig Professor für Politikwissenschaft am legendären Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Dr. Kumandumbe ist aber nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Künstler mit einer Vielzahl literarischer Publikationen in Afrika und Europa. Ich sagte es schon zu Beginn dieses Gesprächs, eine ungewöhnliche Pendlerexistenz zwischen zwei Kulturen und zwei Kontinenten. Adieu, sagt Ihnen Peter Huemer.